So wie Hochstrasser, wenn jemand, ein FC Luzern-Fan erst nach Hause gekommen ist und das Resultat im Teletext sieht, 1-4 Niederlage, denkt er sicher, ja, Luzern hat schlecht gespielt. Aber das war nicht so heute. Nein, das war gar nicht so. Ich denke, wir haben eine gute erste Halbzeit gemacht. Wir nehmen ein dummes Tor in 45. Minute. Dann macht Schmerz, weil es ist Halbzeit, ist eine Pause, wir können nicht direkt reagieren. Und wir kommen von Gadara, wir machen nur diese schöne Tor von Salisar. Und dann geht weiter und wir nehmen wieder ein dummes Tor, ich denke. Und am Schluss, wir haben Risiko genommen, wir haben nach vorne gespielt und in 90. Minute zwei Tore kassiert. Aber ich denke, wir haben schon ein gutes Spiel gemacht. Eben, schlussendlich war es ein Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben jetzt heute für den FC Zürich? Sie haben den Ball im Tor gemacht und wir hatten nicht dieses Glück heute. Aber ich denke, wir haben mehr Chancen als Zürich, wir haben besser gespielt und 4-1 ist wirklich zu viel, ich denke. Jetzt habt ihr aber trotzdem einen sehr guten Lauf. Ihr hattet vorher 6 Spiele ohne Niederlage unter Carlos Bernecker. Was ist so viel anders jetzt unter dem neuen Trainer? Ja, wir sehen auch heute, wir spielen und wir spielen, ich denke, gut. Wir sind solidarisch. Klar, heute 4-1 ist zu hoch und wir sehen, dass 2 Tore sind am 90. Minute gegen uns. Aber das ganze Spiel, wir haben probiert und wir haben nur bei 2-1 diesen Latte-Schuss von Jamir und heute wollten einfach nicht rein. Ich denke, gestern, ich habe auch geschaut, ein Spiel von Real Madrid und der Ball wollte nicht rein. Also das war nicht ganz klar wie heute für uns, aber kann passieren. Sie sind jetzt auch wieder Stammspieler geworden unter Carlos Bernecker. Wie ist das für Sie jetzt? Haben Sie damit gerechnet? Ja, so er macht mir Vertrauen. Ich probiere mein Bestes geben, dass ich kann ihm zurückgeben. Ich denke, momentan mache ich das sehr gut. Ich muss immer arbeiten und ich will immer besser sein. Und ich finde seinen Style von Fußball sehr gut. Und das passt gut auf mir. Was macht denn seinen Stil aus von Bernecker? Ja, wir spielen Fußball. Er will Ballbesitz. Er will, dass wir spielen nach vorne. Dass im Mittelfeld ich kann laufen auf meine Position. Und ich denke, das ist mein Spiel. Und dass er so emotional ist, hilft das der Mannschaft auch? Ja, ich habe das gern. Ich bin auch ein Charakterspieler. Ich brauche das. Das pusht mich nach vorne. Ich denke, das pusht alle nach vorne. Und seit er ist da, wir sehen, das ist ein ganzer Unterschied zwischen alten Trainer und neuen Trainer. Jetzt das Spiel in Lausanne, da sollte dann eigentlich alles klar werden bezüglich Abstiegssorgen, dass die nicht mehr da sind. Ja, also ich denke, ich weiß nicht, was Servette hat gemacht heute, aber verloren. Also für uns ist schon gut, aber gratuliere ich. Ja, aber ja, in Lausanne, wir gehen für Spielen, wir sind Profi und wir gehen dafür für Gewinnen. Also dann alles Gute, danke. Merci vielmals.